schönen guten Abend und vielen Dank, Günter Winkler, für die Organisierung dieser Veranstaltung und Sie, dass Sie heute Abend hier sind. Ich kann Sie leider nicht mit dem schönen Wiener Akzent bedienen oder beglücken. Ich komme ursprünglich vom Bodensee, aus dem deutschen Teil und bin eben jetzt seit 10 Jahren in Wien und der ATTAC-Beirat, das bezieht sich auf ATTAC Deutschland. Ich habe den auch 5 Jahre koordiniert in seiner Eingangsphase, als ich noch in Kassel als Assistent gearbeitet habe. Dann erst eben nach Wien. Vielen Dank auch die katholische Hochschulgemeinde, dass Sie mit einlädt in diese sehr, sehr schönen Räume und natürlich auch ATTAC Bamberg. Ich komme gerade von einer Diskussion mit Stefan Lessenig, der hier in 2 Wochen sein wird, der das Buch zur Externalisierungsgesellschaft geschrieben hat, neben uns die Sinnflut. Und wir haben uns mal Zeit genommen, 2 halbe Tage, gestern Nachmittag und heute Vormittag, wie die Ansätze aufeinander bezogen werden können. Wir haben sehr viele Parallelen, die auch in 2 Wochen wiederkommen, werden das mitbekommen. Es gibt auch ein paar Differenzen, aber eher in der Schwerpunktsetzung. Und dieses Buch oder beide Bücher sind ja Bestseller. Ich habe ein paar mitgebracht, das kriegen Sie auch, wenn Sie wollen, vergünstigt. Bevor ich es nachher vergesse, weil ich das am Ende immer vergesse, für 10 statt 15 Euro. Und ich habe noch 4 Atlanten der Globalisierung von Le Monde Diplomatique mitgebracht, auch vergünstigt, wenn Sie wollen, wo es um dieses Degrowth-Thema geht, und zwar sozusagen an die Gesellschaft anders machen. Ich kann da gerne in der Diskussion drauf eingehen. Das ist die erste, deshalb erwähne ich das, ich bin ganz stolz, ich habe es gestern selber erst bekommen, dass der Verlag auf den Neudruck jetzt draufgeschrieben hat, dass es in der Spiegel-Bestsellerliste war, was uns natürlich sehr freut, und auch im Manager-Magazin, das wusste ich gar nicht, haben sie auf die Rückseite getan, das will ich, sage ich jetzt nicht, um anzugeben, sondern das sage ich damit, dass offensichtlich dieses Thema, über das ich heute spreche und Stefan Lessenig in abgewandelter Form in 2 Wochen, offensichtlich ein Nerv der Zeit trifft. Wir kriegen sehr viele Einladungen, sehr viel Rückmeldungen und gerade im kirchlichen und globalisierungskritischen Spektrum, da kommen die meisten Rückmeldungen her, weil das da offensichtlich einen besonderen Kern trifft. Einerseits das Globalisierungsthema und dann eben die ethische Frage. Wie können wir ethisch handeln unter Bedingungen von Globalisierung? Kleine Korrektur, ich würde mich eher so im Umfeld der sozial-ökologischen, ökosozialen Transformation, der Sozialismusbegriff ist ja ein schillernder Begriff, weil Sie sagten ökosozialistisch, manchmal werde ich so tituliert, aber das wäre auch nochmal was Interessantes für die Diskussion, was denn heute Sozialismus heißt. Erstmal sozusagen würde ich das Feld aufmachen als ökosoziale Transformation, kann ich nachher gern drauf eingehen. Was ich mache, ich bin ein bisschen verschnupft, ich hoffe, meine Stimme ist laut genug. Manchmal ziehe ich vielleicht ein bisschen hoch, bitte ich um Entschuldigung. Ich war vor einer Woche noch krank. Ich möchte Ihnen zentrale Aspekte des Buches vorstellen und Sie vor allem zu einer Diskussion einladen. Ich bin also jetzt nicht hier, weil ich mich dann freue, dass Sie Interesse am Buch haben, sondern dass wir auch heute Abend hier Zeit für eine Diskussion haben. Ich frage Sie, nach dem Vortrag, ich weiß nicht, ob Sie das in anderen Vorträgen auch machen, ob Sie murmeln wollen, also ob Sie nach meinem Vortrag, um auch sich ein bisschen zu entspannen von meiner Stimme, 5 Minuten, 8 Minuten mit Ihren Nachbarn mal anfangen wollen, die Themen zu diskutieren und dann kommen wir in ein gemeinsames Gespräch. Meine Erfahrung ist, manche haben da so ein bisschen Angst, wie soll ich jetzt mit der Nachbarn sprechen, aber meine Erfahrung ist, dass man da noch mal ein bisschen verdaut und dann andere Beiträge. Der Ausgangspunkt, wenn ich heute sage wir, dann meine ich immer meinen Co-Autor Markus Wissen und mich. Der Ausgangspunkt war, dass Markus Wissen, der selber sozusagen aus einer, von einem katholischen Hintergrund kommt, hat auch katholische Solidaritätsarbeit auch professionell gemacht, neben und vor seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Und wir kommen beide sehr stark einerseits aus der Globalisierungsforschung, die uns aber auch politisch interessiert, sehr stark aus dem Nord-Süd-Verhältnis. Manche kennen vielleicht noch die Bundeskoordination Internationalismus, also der Bundesverband der, wenn Sie so wollen, Dritte Welt und Solidaritätsgruppen, in denen wir beide lange in den 90er Jahren aktiv waren, und natürlich die ökologische Frage. Und wir haben uns 2008, ich vertiefe das gleich noch, in der Wirtschaftskrise gefragt, warum gerade in Deutschland, auch in Österreich, ich bringe auch ein paar österreichische Beispiele heute Abend, warum trotz der Politisierung, trotz der hohen Wahrnehmung für die ökologische Krise, in der Krise 2008 es kein Umlenken gibt. Es gab Energiewende, die ging ja los schon 1999, aber es gab beispielsweise auch eben die Verlängerung der Automobilindustrie. Sie erinnern sich an die Abwrackprämie, ne, dass dann eben die Automobilindustrie gerettet werden sollte, um die Gefahr einer Krise auch zu überwinden. Und wir haben uns gefragt, was führt eigentlich dazu, dass trotz der Krise
es bestimmte Politiken, bestimmte Stabilisierungsmomente gab. Und so kamen wir auf diesen Begriff der imperialen Lebensweise, so wie das dann so ist in der Wissenschaft. Man verwendet ihn mal hier in einem Aufsatz, da in einem Aufsatz, haben dann 2011 den ersten systematischen Beitrag verfasst und haben uns dann gesagt, 2015, so, jetzt nehmen wir uns 2016 mal Zeit und haben ein Jahr an diesem Buch gearbeitet. Was ich machen möchte in der nächsten Dreiviertelstunde ist, Ihnen nochmal ein paar zeitdiagnostische, also aktuelle Einsatzpunkte zu nennen. Ich habe ja damit schon angefangen. Dann etwas zum Begriff und zur Geschichte der imperialen Lebensweise. Ich kann nachher auch gerne in der Diskussion noch nachlegen, was sind Kritikpunkte oder was sind auch Anregungen, was sind auch vielleicht Schwächen in dem Begriff. Dann ganz kurz in so einem Zwischenabschnitt, was kann dieser Begriff, was soll dieser Begriff erklären? Das ist dann nur eine Folie, so ein bisschen eine Zuspitzung. Dann frage ich Sie mal, wenn ich es nicht mache, erinnern Sie mich, wenn Sie schon Fragen haben, ob Sie schon Zwischenfragen haben. Also nach diesem ersten Teil, haben Sie Verständnisfragen, hängen Sie irgendwo oder ärgern Sie sich schon über bestimmte Verwendung des Begriffes. Und dann in einem kürzeren zweiten Teil, deutlich kürzer, werde ich dann das, was Sie im achten Kapitel ausführen, nämlich die Konturen einer solidarischen Lebensweise. Also was sind denn die Einsatzpunkte für Alternativen? So viel das Programm erstmal für die erste Dreiviertelstunde. Da ich mich jetzt schon warm geredet habe, bitte ich um Entschuldigung. Einige Schlaglichter zum gesellschaftlichen Kontext. Das Bild kennen Sie alle. Ein T-Shirt, das in Bangladesch produziert wird, wo unten rechts, muss ich glaube ich bei Attac und im katholischen Spektrum nicht besonders betont, 1% des Lohnes bleibt bei den Arbeitern, Arbeiterinnen, die, wenn dann auch mal ein Fabrikhaus abbrennt, sogar dann noch die Notausgänge geschlossen haben, wie, wenn Sie sich erinnern, in Bangladesch vor einigen Jahren. Der Transport hat dann schon 10%, die Herstellung selber als Gesamtprozess, da gibt es natürlich auch Maschinen und auch da werden Gewinne gemacht, aber der Großteil, 3/4 sozusagen, verbleibt im globalen Norden. Und da gibt es diese berühmte magische Grenze beim T-Shirt, das werden Sie schon gehört haben, bei H&M, 4,95 €. Mehr darf es nicht kosten und ich habe ein Zitat rausgesucht von einem aus meiner Sicht großartigen Text von Wolfgang Uchratius in der Zeit, ist schon etwas alt, 7 Jahre ist nicht so alt, aber diese Textstelle, die ich Ihnen rausgesucht habe, verdeutlicht eine Problematik der imperialen Lebensweise. Zitat Uchratius. Wenn jetzt, also warum das T-Shirt nur 1% Lohn abwirft und nicht 15% für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Man könnte meinen, wenn die jetzt also besser bezahlt werden, 5,60 € sei immer noch billig. Das ist ein Irrtum. 4,95 € sei eine magische Preisgrenze, sagt H&M. Den könne man nicht einfach verschieben. An das T-Shirt für 4,95 € sind die Kunden gewöhnt, so wie sie es gewöhnt sind, im Supermarkt für die Tafel Schokolade nicht mehr als 1 € zu bezahlen. Sie wissen dann, ne? Die Tafelschokolade wird immer kleiner, die wird nicht teurer, sondern wird halt jedes Jahr dann ein paar Gramm weggenommen. Das Motto von H&M lautet, Mode und Qualität zum besten Preis, ein T-Shirt für 5,60 €, das ist nicht mehr der beste Preis. Es wirkt nicht mehr wie H&M. Also erstes Schlaglicht auf die Thematik. Das zweite Schlaglicht kennen vielleicht einige, die Schaubilder müssen sich jetzt nicht die Schrift bitte schön erkennen, sondern nur die Steilheit der Kurven, das ist Wasserverbrauch, große Staudämme, Mineraldüngerverbrauch, neue Kraftfahrzeuge und überall ist hier die Linie 1950. Und 1950 ist von Will Steffen und anderen, ein Wissenschaftler, die große Beschleunigung genannt worden. Ab 1950, also wenn man so will, der Nachkriegskapitalismus, der Wohlstandskapitalismus, ich gehe da nachher noch drauf ein, also auch der ja auch viel Wohlstand geschaffen hat, da geht so richtig die Post ab, was den Ressourcenverbrauch angeht. Also nicht mit dem Beginn des Kapitalismus, des Industriekapitalismus im 19. Jahrhundert, sondern vor allem, und das ist auch unser Eingangspunkt, 1950, da kommt dann die imperiale Lebensweise zu sich selbst. Die Staatsbevölkerung, wir wissen es, die Weltbevölkerung nimmt ganz stark zu, Auslandsinvestitionen, das BIP natürlich, Sie haben das mit dem Wachstum angesprochen. Das dritte Schlaglicht, der dritte Ausgangspunkt, der uns beschäftigt, ist eine unglaubliche Entwicklungsdynamik seit den 1990er Jahren. Auch wenn gerade ja Attac sich gegründet hat mit der Macht der Finanzmärkte, mit dem, was wir als Neoliberalismus bezeichnen,
sind die 1990er sehr stark geprägt von dem, was wir als weitere Intensivierung der Globalisierung bezeichnen. 89 Fall der Mauer, also Osteuropa wird sozusagen erschlossen für die westeuropäischen Unternehmen und natürlich dann dieser unglaubliche Take-off, ich komme da gleich noch drauf, Chinas ab 95, wo man, was man ja gar nicht geahnt hat ein paar Jahre früher. Es stellt sich etwas her, auch das ist wichtig, was Joachim Hirsch, Politikwissenschaftler aus Frankfurt, den nationalen Wettbewerbsstaat genannt hat. Er hat gesagt, nicht mehr der keynesianische Wohlfahrtsstaat, der auf sozialen Ausgleich, auf Kompromisse ausgerichtet ist, sondern ein Staat, der vor allem die Wettbewerbsfähigkeit, den berühmten Standort sichert, wir kennen das heute, sichert. Der Rechtspopulismus nimmt zu. Jetzt natürlich in Deutschland auf den Punkt gekommen, in Österreich, wir haben ja am nächsten Sonntag Wahlen und es wird fürchterlich, das muss ich leider vorhersagen, normalerweise bin ich kein Kaffeesatzleser, aber das wird ein deutlicher Rechtsruck nochmal in Österreich, obwohl ja die FPÖ, also die rechtsextreme Partei, ich würde es nicht nur rechtspopulistisch nennen, das ist mir immer zu niedlich, sondern eine rechtsextreme Partei, dass die sozusagen da weiterhin ihre 25% hat. Und Nora Rätsel, eine Wissenschaftlerin, hat bereits 1991 einen schönen Begriff geprägt, den wir im Buch entwickeln. Sie nannte den Rechtspopulismus bis hin zum Rechtsextremismus rebellierende Selbstunterwerfung. Die Menschen sind so gegen das System, sie rebellieren, aber sie glauben gar nicht, dass sie was verändern. Also in der Rebellion unterwerfen sie sich selbst. Ich mache bei der AfD mein Kreuz, weil es ist alles Mist und die da oben und so weiter. Aber ich glaube gar nicht dran, dass ich was verändern kann, sondern ich habe so eine Marge, die Ausländer sind schuld, die Flüchtlinge sind schuld. Aber so richtig verändern kann ich an meiner Position nichts und eine bessere Gesellschaft kann ich schon gar nicht. Dann gibt es das als Rahmenbedingung, was wir eben als Aufstieg der Schwellenentwicklungsländer nennen und wenn wir da die Zahlen uns nochmal anschauen würden, da wird ja der Ressourcenverbrauch, und das meine ich jetzt gar nicht moralisch, also nicht in dem, die Chinesen sollen nicht alle ihren Kühlschrank haben, Sie kennen diese Diskussion noch, sondern erstmal als Beschreibung, dass die ökologische Krise einerseits intensiviert wird, weil sich im Norden gar nichts tut, also der Ressourcenverbrauch, die Emissionen nehmen ja nicht ab, aber natürlich dieser enorme Zugriff in China. Und es gibt etwas, was wir dann auch im Buch beschreiben und was wir als zunehmende geopolitische, ökonomische Konkurrenz nennen. Sie kennen das mit dem Landgrabbing, ne, dieser Kampf um Land in Afrika. Ich habe jetzt gerade eine Forschung betreut, wo es darum geht, wie im Tiefsee, im Meer, was da an Ressourcen liegt, an hochverdichteten Metallen und wie da jetzt der Run drauf zugeht. Und das alles. Und dann bin ich auch schon fertig bei meinen Ausgangsbemerkungen, Ausgangspunkten. Das alles spitzt sich zu seit 2008, seit der Krise, als eine weitgehend neoliberale und autoritäre Krisenbearbeitung. Das bei der Austeritätspolitik, also die aus meiner Sicht ja berechtigte Kritik auch an Merkel, an vielen anderen Ländern, dass es eben die Krisenpolitiken für die dominante Wirtschaft gibt, Stichwort Abwrackprämie. Und dass es jetzt etwas gibt, und das beschäftigt uns besonders, nehmen wir Trump, aber wir können auch Macron nehmen, wir können auch ein bisschen freundlicher auch sozusagen die deutsche Bundesregierung nehmen, dass wir eine ökologische Krise haben, dass sich aber eben deshalb nicht so viel tut, weil das westliche Wohlstandsmodell verteidigt werden soll. Auf Teufel komm raus. Die Flüchtlinge sollen draußen bleiben. Die Älteren erinnern sich, George Bush 1992 bei der Rio-Konferenz, ja, wo die Klimakonvention verabschiedet wurde und die Biodiversitätskonvention, sagt Bush, wir können hier gerne über Klimapolitik reden, aber the American way of life is not at stake. Die wird nicht in Frage gestellt. Und das verlängert sich bis heute. Ja. Also das wird natürlich nachher die Diskussion sein, wo können denn diese ressourcenintensiven und eben auch spalterischen Dynamiken in Frage gestellt werden. Und dann gibt es einerseits den Wunsch nach Veränderung und gleichzeitig auch viel Mitmachen, viel Zynismus, viel, was geht mich die Umwelt an, ich will dreimal im Jahr meinen Kurzurlaub nach Mallorca fliegen oder wie auch immer. Und zum Schluss bringe ich Ihnen ein Bild von, ich weiß nicht, wer die Diskussion verfolgt hat, in Österreich von der dritten Flughafenpiste, hat das jemand verfolgt? Das sage ich jetzt nicht, weil ich in Wien lebe, sondern weil da etwas auf den Punkt kommt. Und das will ich Ihnen ganz kurz beschreiben. Im Februar diesen Jahres hat das Bundesverwaltungsgericht in Österreich den Ausbau des Flughafens, einer dritten Piste, bis hat der Wiener Flughafen schwächer zwei Pisten, den Ausbau des Flughafens untersagt,
mit dem Argument, dann würde die österreichische Regierung die Klimaziele nicht erreichen. Und das war ein Rocker, sage ich Ihnen. Zum ersten Mal begründet ein Gericht mit dem Paris Agreement und mit anderen begründet ein Bericht mit Klima. Dieser Bericht, 120 Seiten, ist gleich schnell ins Englische übersetzt worden. Das war ein wirklich irre. Aber was geschieht am nächsten Tag? Die Regierung, die Arbeitgeber, die Gewerkschaften sagen, das geht ja gar nicht. Das geht nicht. Wir müssen doch wachsen. Wir müssen doch den Flughafen ausbauen. Obwohl der Wiener Flughafen nur zu 55% ausgelastet ist, also wir brauchen diesen Auto, wird mit einmal gesagt, 30.000 Arbeitsplätze. Davon war nie die Rede. Mit einmal gibt es eine Zahl, die so aus dem Hut gezaubert. 30.000 Arbeitsplätze. Keiner weiß, woher die kommen. Mit einmal wird Bratislava, dieser Regionalflughafen, zur großen Konkurrenz von Wien. Wenn wir nicht ausbauen, dann gehen die Fluggesellschaften nach Bratislava. So weit, so gut. Es geht aber weiter. Nach 3 Monaten gibt es eine Initiative der 3 großen Parteien, Sozialdemokratie, Konservativ, Rechtsextrem, im Parlament, um die Verfassung zu verändern. Das haben Sie wahrscheinlich dann gehört. Die Verfassung sollte geändert werden, in die Verfassungsbestimmung Umwelt, Klima und Tierschutz zu betreiben, also einen Auftrag an den Staat, Umwelt, Tiere und Klima zu schützen, soll in diesen Artikel reingeschrieben werden, aber nur, wenn Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit nicht in Frage gestellt werden. So, das ist der Problemhorizont, mit dem wir versuchen, die imperiale Produktions- und Lebensweise zu verstehen. Jetzt habe ich Sie, wenn Sie den Begriff noch nie gehört haben, lange genug auf die Folter gespannt, aber ich wollte Ihnen sozusagen unsere eigenen Unruhe, warum wir uns an so ein Buch machen, genauer beschreiben. Der Kerngedanke ist eigentlich relativ einfach, aber er scheint offensichtlich jetzt eben einen Kern der Zeit zu treffen. Unser Grundargument ist, dass die Menschen in den Metropolen, also die Menschen in den wohlhabenden Ländern, in den frühindustrialisierten Ländern, in ihrem Alltag, in ihrer alltäglichen Reproduktion systematisch und in der Regel unbewusst auf die billigen Arbeitskräfte und die billigen Ressourcen der Welt zurückgreifen. Und auch Emissionen über ihren sozusagen das, was sie emittieren sollten an CO2 und anderen Methan. Also überproportional im Weltmaßstab. Wir, und zwar nicht, weil wir böse sind, ich komme danach noch auf die strukturellen Zwänge, aber wenn wir sozusagen Auto fahren, Auto kaufen, fliegen, Fleisch essen, Stichwort Futtermittel, also wenn es nicht ökologisches, regionales Fleisch ist und anderes, greifen wir Textilien, das war ja, mein erstes Bild, greifen wir auf das globale Arbeitsvermögen und die Natur zurück über den Weltmarkt, über das Geld. Und das ist unsichtbar gemacht weitgehend. In unserem Kreis wahrscheinlich nicht, sonst wären Sie heute Abend nicht da, sind so neugierig, schauen sich auch die Filme an, wenn es um die Arbeitsbedingungen in Bangladesch geht oder um die Zerstörung des Regenwalds. Aber insgesamt in unserer Gesellschaft sind alle Menschen in dieser Lebensweise, ich komme nachher noch auf die Unterschiede, es hängt ganz stark am Einkommen, gar nicht so sehr am Bewusstsein, sondern am Einkommen. Aber erstmal ist das unser Kernargument, die imperiale Lebensweise. Es ist auch eine Produktionsweise, eine imperiale Produktions- und Lebensweise, aber wir wollen vor allem diesen Punkt der Lebensweise stark machen, weil immer bei Attac ja zu Recht gesagt wird, die Finanzmärkte, die großen Konzerne, TTIP und so weiter, wichtig genug, aber wir sagen, es ist eben nicht nur TTIP, Konzerne, Finanzmärkte, sondern es wird eben auch eine zerstörerische Lebensweise von den Menschen im Alltag bestätigt. Ja, indem wir auf bestimmte eben billige Ressourcen und so zurückkommen. Das wird politisch abgesichert, TTIP. Das wird ideologisch abgesichert, dass die Afrikaner werden es eh nicht lernen. Und verdient haben sie es auch nicht irgendwie, weil sie nicht fleißig sind. Also rassistisch. Und es wird mitunter auch gewaltförmig abgesichert. Krieg für Öl, wenn Sie sich erinnern, der Slogan 91. Und bis heute gibt es viele Kriege, wo es um Ressourcen geht. Denken wir an das Coltan, wichtig für die Hightech-Geräte im Kongo und andere. Diese imperiale Lebensweise vertieft sich im Globalisierungsprozess. Also indem wir heute Hightech, vor 30 Jahren gab es das ja nicht, da hätte ich noch so Plastikfolien jetzt heute Abend aufgelegt, ja? Erinnern Sie sich, Handys ja, oder und anderes. Diese, also im globalen Norden vertieft sich diese imperiale Lebensweise. Über die neue internationale Arbeitsteilung, vor 30, 40 Jahren sind die T-Shirts hier produziert worden, ich kenne jetzt die Wirtschaftsstruktur von Bamberg nicht, aber eben hier zu Lande. Und dann ist das in den globalen Süden. Die Stahlindustrie ist bereits in den Textil und Stahl waren ja die Leitbranchen des Globalisierungsprozesses, weil Arbeitskräfte günstiger sind, weil im Stahl die Umweltstandards geringer sind und anderes.
Aber jetzt kommt die zweite Dimension, die man sich auch klar machen muss. Und das ist dann ein Unterschied zu Stefan Lessenich. Oder diskutieren Sie das dann mit ihm? Dass die imperiale Lebensweise, also eine Lebensweise, die im Alltag ganz rasant im globalen Süden ausbreitet. Wer in China, Indien, Brasilien, Quito, wo auch immer zu Geld kommt, also die Mehrheiten, es gibt natürlich immer große Unterschiede, möchte erstmal ein Auto haben, in China, das ist jetzt in Indien nicht kulturell, weil da Fleischkonsum eine andere Rolle spielt, aber in China gehört jetzt zum Wohlstand, dann auch mehr Fleisch zu essen, so wie es hier in den 50er, 60er Jahren auch der Fall war. Also es entstehen, was Kent und Myers The New Consumers, die neuen Konsumentinnen oder die transnationale Verbraucherklasse nennt. Ich teile Ihnen ein Beispiel mit. Ich war 2014 im Mai in Myanmar, in Burma, eingeladen zu Vorträgen zu diesem Thema sozial-ökologische Transformation. Burma war ja bis 2011, 2012 ein sehr geschlossenes, sehr autoritär regiertes Land und hat sich dann geöffnet, sehr ressourcenreich, und jetzt wittern die internationalen Unternehmen da die große Schnitte. Drei Tiefseehäfen werden gebaut, um da die Ressourcen auf den Weltmarkt zu ziehen. Und der Kollege, der uns eingeladen hat, wir waren in Yangon, also die alte Hauptstadt, Rangoon früher, Yangon, und der Kollege, der uns eingeladen hat, sagt, ich kann mich nicht mehr in der Stadt bewegen, weil seit der Öffnung 2 bis 3 Jahre vorher die Anzahl der Automobile in der Hauptstadt sich alle 8 Monate verdoppelt. Also eine Entwicklungsgeschwindigkeit, weil eben jetzt kommt viel Geld rein für die Mittelschicht, noch genug Armut in Myanmar, aber für die Mittelschicht gibt es Geld. Und der erste Wunsch ist ein Auto. Und nicht, dass man sagt, wir machen nicht den Fehler wie im Norden, wir schaffen sofort super Bussysteme, Straßenbahnsysteme. U-Bahn wüsste ich jetzt nicht, ob man das dann bauen kann. Aber ne, das wäre die Alternative. Zu sagen, jetzt kommt Geld rein und der Staat sagt aber auch im Einverständnis mit der Bevölkerung, wir wollen nicht verstopfte Städte. Eine verstopfte Stadt, sondern wir ahnen, was da rauskommt, wenn jetzt so viel Geld kommt, und da steuern wir dagegen. Wir kommen nachher noch zu den Alternativen. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass die imperiale Lebensweise, das ist unser Argument, sich im globalen Norden, ich mache nachher noch ein historisches Argument, lange ausweitet und den Globalisierungsprozess vertieft, trotz des hohen Umweltbewusstseins und vor allem dann rasant im globalen Süden ausweitet. Und auch wieder, das ist eine Beschreibung. Ja, ich gönne den Menschen erstmal, dass sie das haben. Wir müssen nachher darüber reden, wer hat da eigentlich Schuld? Sind es jetzt die Menschen, die ein Auto wollen? Oder ist es eben die öffentliche Infrastrukturpolitik, die fehlt? Oder anderes. Ich möchte nur ganz kurz, für die, die dann auch neugierig weiterlesen wollen, 4 Grundmechanismen nennen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu abstrakt in so einem Abendvortrag. Und dass Sie es gehört haben und Sie können es dann gerne nachlesen. Also 4 Grundmechanismen reproduzieren diese imperiale Lebensweise. Die eine ist, jetzt hier im Attac-Spektrum, wahrscheinlich auch im katholischen Spektrum, im Hochschulspektrum deutlich, ich sag mal das kapitalistische Normalgeschäft. Kapitalismus bedeutet, dass das investierte Kapital mehr werden muss, dass das wachsen muss, dass Natur in Wert gesetzt wird, also dass natürliche Ressourcen aus dem Boden geholt werden, um sie zu verkaufen, dass es Akkumulation gibt, also dass eben ein Akkumulationsprozess dazu führt, dass das investierte Kapital mehr wird. Und das hat viel eben auch mit unserer gesellschaftlichen Reproduktion zu tun. Die Lohnabhängigen, die wir mit unseren Gehältern, sind ja auch in diese Wachstumskonstellation eingeschrieben. Das wäre sozusagen der Kapitalismus, einem Altvater kennen wahrscheinlich einige hier, das wäre sozusagen so, ich bin Altvater-Schüler, würde ich sagen, das wäre so eine ganz feine Analyse von Wir gehen einen Schritt weiter und sagen, auch mit Antonio Gramsci, einem Theoretiker, aber diese Form des Kapitalismus, des expansiven, naturausbeutenden, arbeitskraftausbeutenden Kapitalismus, das hat durchaus Akzeptanz. Das wird von den Menschen angenommen. Ich habe Interviews gelesen von Menschen in den Weltmarktfabriken in China und die sehen sich an der Spitze des Fortschritts. Sie kennen die Filme mit, dass die da in Schlafsälen sind, völlig entrechtet. Wenn Krise ist, werden die wieder nach Hause geschickt, die sogenannten Wanderarbeiter, Wanderarbeiterinnen. Aber also denen geht es miserabel. Da passt die Beschreibung von Friedrich Engels aus dem 19. Jahrhundert, die Lage der arbeitenden Klasse in England, genau. Miserable Bedingungen, aber trotzdem ist die Subjektivität, wir schaffen das Land neu, wir sind Teil eines Aufschwungs. Und das ist sozusagen, das sind Konsenselemente, das sind Zustimmungselemente, so wie auch bei uns. Viele wissen da so,
fair ist das alles nicht, aber es gibt ja auch bei denen, ich sag mal, gesellschaftlichen unten durchaus Zustimmungsargumente und das geht bis in unsere Subjekte, also bis in die, wie wir denken, fühlen, wie wir Begehren haben. Ja, das von Harald Welzer ist der Begriff der mentalen Infrastruktur, haben Sie vielleicht gehört. Ja? Also die mentale Infrastruktur ist auf Wachstum, auf mehr ausgelegt. Und das ist ja schwierig, da rauszukommen. Es ist also nicht nur die Unternehmen, die mehr Gewinne machen und der Staat, der davon Steuern bekommt, sondern es ist tief in die Begehren, in die Erziehungsprozesse und anderes eingeschrieben. Der dritte Mechanismus, den wir Hierarchisierung nennen, bedeutet, dass zwar das Versprechen des Wachstum auf Wachstum getrimmten Kapitalismus ist, Trickle-Down-Effekt, also wenn der Kapitalismus nur genug wächst, dann geht das schon nach unten, auch bei den ärmeren Schichten kommt das an. Oder im globalen Süden sagt man nicht Wachstum, sondern der große Begriff bis heute ist Development, Entwicklung. Ja? Und wenn wir nun gut auf dem Entwicklungspfad sind, dann gibt es diesen Trickle-Down-Effekt auch für die Armen. Und wir sagen nein. Da gibt es vielleicht Wohlstandseffekte und Deutschland ist ja jetzt die letzten Jahrzehnte durchaus auch seit dem Zweiten Weltkrieg ein Beispiel. Aber in dieser Konstellation der imperialen Lebensweise wird festgeschrieben, wer steht oben? Die Vermögenden, die Investoren, die Topmanager und wer steht da unten? Das meinen wir mit Hierarchisierung. Ja? Die Menschen in den Weltmarktfabriken in China bleiben Arbeiter und Arbeiterinnen und die Reichen werden immer reicher, auch in China. Das meinen wir mit Hierarchisierung. Und der vierte Aspekt, der ist, glaube ich, jetzt schon deutlich geworden, ist der Mechanismus der Externalisierung. Also dass die Voraussetzungen, die schmutzigen Voraussetzungen unserer Lebensweise, unserer Klamotten, unser Nahrungsmittel, unser Verkehrsmittel, über die Ölförderung und vieles andere, aber auch die negativen Konsequenzen, die werden weggehalten. Ja, die werden, also Elektroschrott nach Afrika, der Klimawandel findet erstmal nicht hier die negativen Auswirkungen. Um das also zusammenzufassen, ich gehe diese Folie jetzt nicht durch, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil wir ja gerade in so einem kritischen Spektrum bei Attac und anderen, so das gute Leben, ne? Was bedeutet das gute Leben? Wir hatten zwei Kongresse in Wien zum gutes Leben für alle, aber erstmal muss man anerkennen, für viele Menschen in unseren Gesellschaften heißt gutes Leben F&F. Fleisch und Fliegen. Das sind Vorstellungen von gutem Leben. Und jetzt könnte man den PKW dazu nehmen, die Pflegerin aus Polen und die möglichst billigen Klamotten und anderes. Ja. Das sind Vorstellungen von gutem Leben, die wir kritisieren. Und wahrscheinlich sind sie auch neugierig und kommen zu so einer politischen Abendveranstaltung, weil sie damit auch vielleicht Unmut haben. So geht es ja nicht weiter. Klimawandel, Entrechtung und anderes. Aber erstmal müssen wir sagen, oder anerkennen, dass in unseren Gesellschaften diese Vorstellung des guten Lebens die dominante ist. Ja, am besten das Eigenheim auf dem Land, den Zweitwagen, den SUV und Sie kennen das alles. Und ich will nochmal betonen, es geht um Macht und Interessen. Also die imperiale Lebensweise sagt nicht nur, das wird hier, die Menschen sind schuld. Ich komme nachher noch auf den grünen Konsum oder ethischen Konsum, das werden wir nachher diskutieren. Auch. Es geht um Interessen, es geht um staatliche Politiken und um anderes. Aber, und das ist unser Punkt, es geht auch um die Veralltäglichung. Das, was der Soziologe Pierre Bourdieu den Habitus genannt hat, also die Verkörperlichung von Wohlstandsbürgern, ja? Vielleicht auch manchmal chauvinistisch, weil wir denken, ja, uns soll es besser gehen, hier die Gesellschaft war fleißiger in den letzten 7 Jahrzehnten, wie auch immer, das wird habitualisiert, das wird in den Körper aufgenommen. Das Statusdenken, der Statuskonsum, ja? Denken Sie mal selber nach, ja, was machen die Nachbarn? Es ist ja nicht nur die Werbung, sondern es ist auch die Werbung, aber es ist auch, was machen denn die anderen gerade? Wer hat da irgendwelche Sachen und wie geht es mir das denn? So viel einleitend, also jetzt ist schon ein guter Teil des Vortrags, ich werde hier nicht 2 Stunden bringen, keine Angst, um Ihnen diesen Begriff in seinen Dimensionen vorzustellen und möchte das jetzt ganz kurz nochmal historisch aufziehen. Ganz kurz, und wir haben 2 Kapitel im Buch, es hat mir großen Spaß gemacht, ich habe das weitgehend, habe ich die Entwürfe geschrieben, habe mich ein bisschen als Hobbyhistoriker beschäftigt im letzten Sommer, also 2016, um nochmal so einen historischen Blick zu bekommen. Wir argumentieren, und ich komme dann auf diese steilen Schaubilder da wieder zurück, also mit dem steilen Anstieg. Der Kolonialismus ist im Kern die Herstellung der imperialen Lebensweise. Das ist ja auch diese Semantik, dieser starke Begriff des Imperialen.
ja, der immer wieder uns vorgehalten wird. Warum sagt er nicht die zerstörerische Lebensweise? Was wollt ihr mit Imperial? Imperial bedeutet, dass seit 1492, seit der Eroberung, dem Beginn der Eroberung der Amerikas, da sozusagen ganz klar erstmal die billigen Ressourcen und dann später, also auch dort die billigen Arbeitskräfte in Wert gesetzt werden, und als die dann gestorben sind, hat man über Sklavenhandel, oder zu wenig wurden, hat man über Sklavenhandel aus Afrika Arbeitskräfte hingebracht und anderes. Aber in den Zentren in Europa blieb der Zugriff auf diese Produkte weitgehend der Oberschicht vorbehalten. Und natürlich den Staaten. Gold und Silber waren wichtig für den Reichtum der Staaten. Und so langsam gibt es Luxusgüter. Ja? Sie kennen diese Beschreibung vielleicht, dieses betörende Getränk, was so ein bisschen den Geist verwirrt, ja, das war dann der Kaffee, und dann ist die Kaffeehauskultur entstanden. Das war ja erstmal lange ein Oberschichtenphänomen bis ins 19. Jahrhundert. Dann argumentieren wir, ich mache das mit großen Schritten jetzt, im 19. Jahrhundert mit der industriellen Revolution bleibt es ein Luxuskonsum, aber es diffundiert so langsam in die oberen Mittelschichten. Und ein Produkt war besonders wichtig, und das war auch anerkannt wichtig, weil es den Arbeitern, also der Schwerstarbeit natürlich Energie gegeben hat, das war der Zucker. Der Zucker war ein ganz wichtiges Nahrungsmittel, also nicht mehr der eigene Zucker von hier, sondern der importierte Zucker, der sozusagen enorm kondensierte Kalorien geliefert hat, das hat sich im 19. Jahrhundert gebildet. Aber das Entscheidende, die aus unserer Sicht entscheidende Phase ist das, was wir in den Sozialwissenschaften als Fordismus bezeichnen. In Anlehnung an Henry Ford, der Begründer der Ford-Fabrik, der ja das Fließband eingeführt hat, in den Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Tin Lizzie, also das erste Auto, was am Fließband produziert wurde, und das hat zu diesem unglaublichen Produktivitätszuwachs geführt. Aber eben auch, dieser Produktivitätszuwachs hat eben auch bedeutet, dass auf Ressourcen entweder aus dem Umland oder später aus dem Süden verstärkt zurückgegriffen wird. Das Öl wird zum zentralen Schmiermittel der Ökonomie. Die USA hat sich ja lange selbst mit Öl versorgt, bis in die 60er Jahre. Dann war Schluss, Anfang der 70er Jahre. Und dann hat auch die USA stark auf das Öl im Nahen Osten, Venezuela und woanders zurückgegriffen. Und jetzt kommt ein Punkt, der, glaube ich, für die alternativen Diskussionen wichtig ist. Vorhin ist der Name Nico Pech gefallen. Das würde uns unterscheiden von Nico Pech. Nico Pech hat so ein bisschen so eine Verachtung für die Massen. Die Massen konsumieren zu viel. Befreiung vom Überfluss ist ja sein Programm. Und wir würden sagen, erstmal müssen wir anerkennen, dass der Wohlfahrtskapitalismus der Nachkriegszeit eben für viele Wohlfahrt gebracht hat. Und dass bis heute für viele diese Referenz auf die 50er, 60er Jahre, jetzt geht es uns besser, dass die ja noch da ist. Ja, wenn wir uns Herrn Schulz anhören im Bundestagswahlkampf, jetzt werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr anhören, oder doch ab und zu schon noch als Parteivorsitzender, aber das sind Referenzen an die Nachkriegszeit. Da war der Kapitalismus gut, da war er demokratisch, da hatten die Arbeiter recht, und die hatten sie ja auch. Kann man sagen, Blockgefahr, Blockkonfrontation, andere. Aber wir müssen erstmal anerkennen, dass das kapitalistisch getriebene Wachstum des Nachkriegskapitalismus natürlich profitgetrieben war und anderes, aber auch vielen Menschen Wohlstand gebracht. Aber eben auch ökologische Zerstörung, auch Ausbeutung des globalen Südens. Auf diese Ambivalenz müssen wir uns einlassen. Und dass auch heute in China die Mittelschicht, das sind ja nicht alle, ja, das ist ja ein Viertel oder ein Fünftel der Bevölkerung, dass die zu Lasten der anderen leben, zu Lasten der Natur, aber eine unglaubliche Wohlstandserfahrung haben. Ja, gerade in China geht ja alles in Zeitraffer. Ja, viele Menschen, die heute zu bescheidenem Wohlstand kommen, kommen aus armen Familien vom Land. Das muss man erstmal anerkennen. Dass die weggehen vom Land in Städten, dass die viel arbeiten und ein anderes Leben. Aber es ist eben zerstörerisch, und wir argumentieren im Buch, diese imperiale Lebensweise kommt an ihre ökologischen Grenzen. Es geht so nicht weiter, es gibt jetzt keinen großen Kipppunkt, aber sie geht so nicht weiter. Das Land ist irgendwann aufgeteilt in Afrika, wird da Futtermittel für China produziert, Nahrungsmittel für Europa oder Nahrungsmittel für die Bevölkerung. Ja, und das habe ich schon gesagt, heute befinden sich noch ein Großteil der globalen Bevölkerung, und das ist natürlich umweltpolitisch, klimapolitisch eine ziemliche Nummer, wenn man das mal durchdenkt, dass ein Großteil der Bevölkerung immer noch in diese Lebensweise will. Von Wolfgang Sachs, dem Entwicklungsforscher, den Sie vielleicht kennen, Wolfgang Sachs, gibt es den berühmten Satz: wie im Westen, so auf Erden.
Ja? Also die Lebensweise des Westens ist attraktiv. Das ist auch unsere Verantwortung heute, eine Lebensweise herauszubilden, die nicht mehr zerstörerisch ist. Ja? Die nicht auf Automobilität, auf Öl und anderem basiert. Da kommen wir nachher noch zu. Zum Abschluss des ersten Teils noch einen Gedanken, weil der immer wieder in der Diskussion kam. Und wir sind uns dieser Spannung bewusst. Wir sagen ja, die imperiale Lebensweise im Singular. Natürlich, also das ist ein Strukturmuster. Wir sind irgendwie alle integriert in diese imperiale Lebensweise. Hans-Jürgen Urban von der IG Metall, Vorstand, hat mir vorgeworfen bei einer Buchpräsentation, aber ihr dürft nicht den schwarzen Peter den Hartz-IV-Empfängerinnen zuschieben. Das tun wir auch nicht, den schwarzen Peter nicht. Aber auch sie sind irgendwie Bestandteil einer Lebensweise, wenn sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen und anderes, wenn sie zu Aldi gehen, sind sie irgendwie Teil davon. Und das ist ja kein Schuldmachargument, das ist ja erstmal eine Beschreibung. Aber gleichzeitig sagen wir, neben dieser Grundstruktur imperialer Lebensweise haben wir eben auch große Unterschiede. Und das wissen wir aus vielen Forschungen. Die Größe des sogenannten ökologischen Fußabdrucks, also wie man sozusagen individueller als Milieu auf die natürlichen Ressourcen zurückgreift, hängt sehr stark am Einkommen. Natürlich gibt es Unterschiede, ob man auch mit einem mittelhohen Einkommen ökologisch bewusst ist oder nicht, ob man fliegt oder nicht, da gibt es Unterschiede. Aber erstmal können wir relativ deutlich zeigen, mit dem Einkommen steigt der Fußabdruck. Also gibt es diese klassenspezifischen, milieuspezifischen Konsum- und Lebensmittel. Wir sagen aber noch mehr, und das ist jetzt auch richtig ambivalent, wenn ich mit Gewerkschaften diskutiere, dass ja die imperiale Lebensweise gerade denen, die nicht so viel Geld haben, eine Teilhabe ermöglicht. Das ist ja das Verrückte daran, dass die billigen Klamotten ja eine materielle Teilhabe ermöglichen oder die billigen Lebensmittel. Das ist ja das Drama auf der ökonomischen, auf der ökologischen Ebene. Aber es ist die Ambivalenz, weil natürlich viele Menschen nicht ins Reformhaus gehen können, sondern eben zu Aldi oder Plus oder anderen. Daneben gibt es psychologische Aspekte vom, wir nennen das den kompensatorischen Konsum, also man ist entfremdet in der Arbeitswelt und dann darf man am Samstag triumphal bei Saturn oder wo auch immer einkaufen, dann hat man die große Wahloption und kann halt zwischen 5 Paar Schuhen oder Smartphones oder wie auch immer. Aber auch das will ich nicht lächerlich machen, sondern es ist ja ein wichtiges Problem, dass die Menschen in ihrer Arbeitswelt, viele Menschen gar nichts mehr zu gestalten haben und dann sowas wie ein kompensatorischer Konsum wichtig. Ich fasse kurz zusammen, nur ein paar Aspekte, die auch jetzt immer wieder in der Diskussion kommen. Dann frage ich Sie, ob Sie schon erste Rückfragen haben und dann würde ich diese solidarische Produktions- und Lebensweise ein paar Aspekte entwickeln als Brücke in unsere Diskussion. Der erste Punkt, das habe ich ja eingangs gesagt, was Markus Wiss und mich wirklich auch sehr beschäftigt, ist, dass wir mit der imperialen Lebensweise erklären können, warum gibt es in Deutschland ein relativ hohes Krisenbewusstsein, aber gleichzeitig, also man könnte sagen, es gibt eine Einsicht, jetzt nicht bei der Bevölkerungsmehrheit, aber bei einer relevanten Gruppe, eine Einsicht in die ökologische Problematik, auch unseres eigenen Lebens. Gleichzeitig trägt aber die imperiale Lebensweise dazu bei, dass in der Krise Anpassung besser gelingt. Die Tatsache, dass die Ressourcen und die Arbeitskraft billig bleiben, heißt ja, dass auch der Warenkorb, der Konsumkorb stabilisiert wird. Ja, denken Sie, wie jetzt die letzten Jahre wieder die Ölpreise runtergegangen sind. Das wirkt ja für eine Volkswirtschaft wie die deutsche enorm stabilisierend. Wenn mit einmal, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber mit einmal die volkswirtschaftliche Ölrechnung um 30% günstiger ist, ne, für die Unternehmen, aber eben, wenn es Verteilungsspielräume gibt, auch für die Beschäftigten. Und trotzdem ist es zwar krisenanpassend, die Krise schlägt nicht so durch, weil eben die billige Arbeitskraft, die billigen Ressourcen bleiben, aber es bleibt krisenverschärfend, weil vor allem die ökologische Krise zunimmt. Und auch, das argumentieren wir, weil viele Menschen oder auch viele Gesellschaften sich das im globalen Süden nicht mehr bieten lassen. China wird zum großen Konkurrenten ins Land, weil sie selber sagen, wir sind erstmal verantwortlich, unsere Bevölkerung zu ernähren. Und deshalb gehen wir auf das Land in Afrika. Gegebenenfalls in Konkurrenz mit Europa. Der zweite Punkt ist das, was wir nennen öko-imperiale Spannung. Aber das habe ich eigentlich schon benannt. Also
Trump schießt jetzt, obwohl er ja gesagt hat, im Wahlkampf mit Außenpolitik habe ich nichts zu tun, America first und ich halte mich aus allem zurück. Und jetzt haut er ja richtig aggressiv in die Tasten. Tasten ist verniedlicht, also macht aggressiv Politik. Und das Versprechen von Trump ist doch eigentlich, mit anderen Worten natürlich, liebe Leute, wenn ihr mich wählt, verteidige ich eure imperiale Lebensweise. Das ist sein Hauptversprechen. Und das führt zu Spannung, weil auch die chinesische Regierung sagt, wir ermöglichen euch die imperiale Lebensweise. Und die brasilianische. Und man könnte das durchgehen. Und das führt zu Öko, wie wir das nennen, öko-imperialen Spannung. Das führt zu Spannung um Land, Konflikte um Land und anderes. Und das Dritte, das habe ich bereits zweimal gesagt, ist die Abschottungspolitik, also ein Versuch, die imperiale Lebensweise autoritär zu stabilisieren, zu sagen, für uns ja, für die nicht, die sollen draußen bleiben. So viel mal als Einführung, sozusagen, was sind die Problemhintergründe, warum wir diesen Begriff entwickeln, warum wir beunruhigt sind über die Weltsituation, warum wir diesen Begriff dann einführen. Dann habe ich ihn kurz eingeführt und jetzt, bevor ich zum zweiten Teil komme, gerne schon eine Runde Rückfragen, wenn Sie die haben. Nachfragen eher, wir haben ja nachher noch Zeit zum Diskutieren. Universitätsprofessor würde ich sagen, super, die Studien haben alles verstanden, aber okay, dann unterhalten Sie sich Fragen nachher noch auf und diese Murmelrunden können wir. Was ich jetzt machen möchte, ist wirklich in einem deutlich kürzeren Teil, eher 10 Minuten, das ist unser 8. Kapitel im Buch, die Bedingungen und Konturen einer solidarischen Produktion zur Lebensweise. Und wir haben erstmal im 7. Kapitel argumentieren wir, es gibt zwei falsche Alternativen. Und zwar nicht, weil, was ich jetzt gleich nenne, per se falsch ist, sondern in ihrer verhandelten Ausschließlichkeit. Die erste ist zu meinen, manche kennen vielleicht Ralf Füchs, früherer Vorstand war auch mal hier? Also früherer Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, grünnahe Stiftung, der dieses Buch Intelligent Wachsen geschrieben hat, 2013 glaube ich, und der sagt, es gibt eine Lösung und nur die gibt es und das ist die Technologie. Sprungtechnologie ist so sein Zauberwort. Ja. Er sagt, die Leute wollen fliegen, die transnationalen Beziehungen nehmen zu, ja. Also die partnerschaftlichen Beziehungen, man will am Wochenende halt mal nach London fliegen, weil da der Freund oder die Freundin oder die Ehefrau oder Ehemann wohnt, da können wir nicht hinterhin weg. Der globale Süden will sich entwickeln, da kommen wir nicht hinterhin weg. Das ist ja sein Argument. Und dann sagt er, wir haben nur eine Chance. Hightech. Und da sagen wir, Vorsicht, das ist ein ungedeckter Scheck und der ist so verdammt ungedeckt, und der ist vor allem so Abhängigkeit produzierend, weil das Hightech ja konzentriert ist in einigen Ländern. Ja, Togo hat nicht Hightech oder andere Länder, sondern es ist ja selber wieder ein Teil von globaler Wettbewerbsfähigkeit, von globalem Wettbewerb, dass wir schon natürlich sagen, es braucht Effizienzgewinne. Kein Missverständnis bitte hier. Ja. Aber das Setzen auf Hightech, dass irgendwann die Flugzeuge mit Wasserstoff betrieben werden oder wie auch immer, das wird nicht sein als einzige Lösung. Und also das Versprechen oder die Alternative von Ralf Füchs, so würden wir argumentieren, ist eine falsche Alternative in ihrer Ausschließlichkeit. Und die zweite ist ein sehr beliebter Ausweg, den wir alle kennen und immer wieder auch jeden Tag angesprochen werden, nämlich über den grünen Konsum. Wenn wir nur richtig ethisch konsumieren, dann müssen ja auch die Unternehmen anders produzieren, weil Sie kennen manche vielleicht in der Ökonomietheorie, die Neoklassik argumentiert, also die herrschende Ökonomietheorie argumentiert ja am Ende, ja, wenn nur die Endkonsumenten das richtig machen, dann kann alles grün werden. Müssen wir Überzeugungsarbeit leisten, Incentives schaffen, also Anregungen schaffen. Da argumentieren wir, natürlich muss es einen verantwortlichen Konsum geben. Es ist ein Unterschied, ob ich eben mal so gedankenlos fliege oder möglichst wenig fliege oder gar nicht mehr fliege. Mein Mitautor Markus Wissen fliegt gar nicht mehr, schon seit vielen Jahren. Ich habe halt immer wieder mit Lateinamerika zu tun. Ich will jetzt einfach mit dem Schiff fahren. Aber erstmal ist dann natürlich sozusagen das Flugzeug das Fortbewegungsmittel und versucht das halt dann einzuschränken und anderes. Aber wir argumentieren, diese Form des verantwortlichen Konsums, die sollten wir annehmen, aber wir sind ja eingebettet in sehr mächtige Produktionsnormen. Ja, bis vor wenigen, ich weiß nicht wann jetzt dieses Fairphone rauskam, von einem Jahr oder so. Ja. Also man konnte ja kein fair produziertes und ökologisch produziertes Handy kaufen.
Ja? Das sind ja Produktionsnormen. Das ist ja nicht, weil der Wunsch nicht da war. Es ging einfach nicht. Oder Sie kennen das mit der geplanten Obsoleszenz. Ja? Also, dass die Geräte just kurz nach dem Ablauf der Garantie kaputt gehen, die Drucker für Computer oder wie auch immer. Ja? Das sind ja Macht, das ist ja machtvoll besetzt. Also argumentieren wir, die zweite falsche Alternative ist nicht, dass wir nicht verantwortlich konsumieren sollen, sondern dass man meint, das ist es, das ausschließlich ist verantwortlich und der Rest kann so bleiben, wie es ist. Die Unternehmen werden schon reagieren, wenn die Konsumenten sie nur dazu bringen. Das unterschätzt A, die Macht der Unternehmen bei der Setzung von Produktionsnormen. Das ist ein wichtiges Attackthema bei der Setzung von Produktionsnormen. Die ganzen Lobbys, die eben die geplante Obsoleszenz nicht einschränken lassen. Ich war Mitglied einer Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zu Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität und wir haben den Antrag eingebracht, den Vorschlag, die geplante Obsoleszenz zu verbieten. Das kann man wissenschaftlich leicht zeigen und dann dürfen die das nicht. Das hat überhaupt keine Chance. Ja, das bleibt sozusagen ein Nischenthema. Also, diese zwei Aspekte und was wir nicht haben, das ist vielleicht die dritte Bemerkung, wir haben keinen Masterplan. Also wir sagen nicht, das ist es. Sondern was wir machen im achten Kapitel ist, Einsatzpunkte zu benennen, und Erfahrung aufzunehmen einer solidarischen Lebensweise. Und was ich Ihnen jetzt nenne, davon kennen Sie auch ganz viel und Sie werden das sicherlich gleich in der Diskussion auch noch ergänzen. Also das ist sozusagen jetzt die Übung in dem letzten Teil. Der erste Einsatzpunkt, den wir nicht unterschätzen sollten, Merkel hin, AfD her, ist, es gibt, und vielleicht ist ja sogar die AfD ein wichtiges, natürlich hochproblematisches Beispiel, dass es mehr Unbehagen in der Gesellschaft gibt, als wir annehmen. Und auch ein Unbehagen an der Lebensweise. Auch wenn es so hegemonial, so breit akzeptiert gilt. Ich muss Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen, weil mir das so im Kopf ist. Ich saß in Jena auf dem Bahnhof und dann kam ein junger Mann, ein bisschen übergewichtig und deutlich übergewichtig, und setzt sich dahin und war ermüdet vom Studieren, Arbeiten, wie auch immer, und hat eine Tüte mit einem großen M drauf, und macht die Tüte auf und zieht sich 4 Hamburger rein. Irre, ich saß so und habe da so eine Dinge geschaut und dachte, das ist so eine Lebensweise verrückt. Also, und wie der körperlich aussieht, zieht er sich wahrscheinlich jeden Tag 4 Hamburger rein. Was kosten die 1 Euro bei der Firma mit dem M? Also das ist sozusagen kein Unbehagen. Ne? Das ist sozusagen eine Ignoranz oder man findet es cool und so weiter. Aber ich wusste, dass es loswerden. Das war so ein starkes Bild. Aber erstmal würde ich umgekehrt argumentieren, es gibt in dieser Gesellschaft durchaus Unbehagen. Es gibt Kritik an den Eliten, es gibt auch innerhalb der Gewerkschaften durchaus Unmut, ja, was die Lohnverhandlungen angeht, was die Schwäche angeht, am eigenen Verhalten. Und es gibt ja, finde ich schon, neben den Rechtsentwicklungen in Europa sehr, sehr spannende Gegenentwicklungen, nämlich Corbyn, Sanders, das ist ja eine Aufnahme auch von Unmut, der Occupy-Bewegung und anderen. Es gibt natürlich Attac. Es gibt die Indignados, also die Empörten in Spanien und vieles andere. Es gibt zunehmende Ungleichheit, die ja in Deutschland noch gar nicht so spürbar ist. Aber auch in Deutschland gibt es ja eine starke Polarisierung. Auch in Österreich, einem der reichsten Länder der Welt, gibt es weiterhin eine starke Ungleichheit und Polarisierung. Es gibt Prekarisierung, die Hartz-Reform. Wir können nachher, wenn Sie wollen, noch über Schulz diskutieren. Ich fand es verrückt, wie der in der Lage war, mit der Thematisierung von Ungleichheit und von Gerechtigkeit positiv gewendet, sofort 10% Zustimmungszuwachs zu bekommen im März. Das war doch phänomenal. Ja? Und nur weil er nicht nachlebt und weil er Hartz IV so nicht so richtig kritisch und anderes, geht das dann auch sofort wieder runter. Aber ich fand das einen ganz interessanten Indikator, wie es doch in der Gesellschaft ein starkes Bedürfnis nach Gerechtigkeit gibt. Ja? Und für viele sind ja die Erfahrungen von Prekarisierung, von Entgrenzung, von Arbeitsverdichtung an. Und es gibt durchaus, auch wenn man das jetzt nicht überziehen wollte, aber wenn ich mit Gewerkschaftern rede, ich mache immer wieder auch Untersuchungen in Österreich mit Gewerkschaftern, die sagen schon, dass die Beschäftigten sind nicht die Blöden, die nur das Geld wollen, ja? Sondern es gibt durchaus Ansprüche, auch den Arbeitsplatz mitzugestalten. Also es gibt durchaus Ansprüche an Mitbestimmung, vielleicht können Sie da nachher noch Erfahrungen mit austauschen. Also diese Ansprüche würden wir erstmal ernst nehmen. Das ist das Unbehagen, ich nenne das die Unbehagensachse. Die zweite Achse ist, das wird oft vergessen, aber Attac steht da, finde ich, exemplarisch, die imperiale Lebensweise einzuheben. Also die ganzen Politiken, wie TTIP wäre ja eine Ausweitung der imperialen Lebensweise. Freihandel ist die Ausweitung der imperialen Lebensweise.
Auch was Europa in Afrika macht mit den sogenannten Economic Partnership Agreements, das ist eine Knechtung der Länder, die ja viel schwächer sind im Verhandlungsprozess, die sich alles gefallen lassen müssen. Das ist dann die Zerstörung oft von lokalen Märkten. Sie kennen die Beispiele der Hühnchenproduktion in Ghana, weil sozusagen billiges, teilweise auch schon aufgetautes, wieder gefrorenes Fleisch nach Ghana kommt. Also diese Auseinandersetzung, die sind erstmal wichtig, weil sie was einigen. Die Kämpfe gegen Sozialabbau, die Kämpfe gegen Rassismus, die Kämpfe gegen die Flughafen. An diese Krisen, das hatte ich schon gesagt, die Krisenerfahrung ansetzen. Und dann geht es natürlich darum, im Sinne einer solidarischen Lebensweise auch Neues zu schaffen. Da bin ich nachher, wenn Sie Lust haben, teilen Sie gerne mit, ob da in Bamberg was läuft, das finde ich immer spannend. Und da gibt es ja viele Ansätze. Also es gibt viele Nischenansätze, wo auch gerade junge Menschen versuchen, Repair-Cafés zu machen. Wir haben jetzt eine Untersuchung in Wien zu Urban Gardening gemacht. Ja, das sollte man nicht zum Riesending hochjatzen, aber offensichtlich gibt es das Bedürfnis in der Bevölkerung, sozusagen wieder zusammenzukommen, ja, über Urban Gardening, andere Naturerfahrungen zu haben. Es gab die Energievolksentscheide in Hamburg und Berlin, einmal gewonnen, einmal verloren, die ja schon auch wichtig waren und anders. Da könnten wir jetzt unzählige Beispiele, die Sie auch ergänzen. Aber oft fehlt, und auch da bin ich nachher, wenn Sie wollen, auf Ihre Rückmeldung gespannt, oft fehlt diesen vielen guten Ansätzen, auch in den Betrieben. Es gibt ja in den Betrieben Auseinandersetzungen, die Produktion dann im Kleinen ökologischer zu machen und anderes. Ich könnte Ihnen viele Stories aus der Uni Wien erzählen, wo wir versuchen, durchaus ökologische Aspekte zu stellen. Was aber oft fehlt, ist so eine übergreifende Story, so ein übergreifender Bezugspunkt. Und jetzt sage ich nicht, das ist, also jetzt aus meiner Sicht, oder ich bin der Fall, das ist nicht der Sozialismus oder wie auch immer. Aber offensichtlich wäre es gut, für diese vielen kleinen Initiativen sozusagen was Übergreifendes zu haben. Und da finde ich eine Diskussion interessant. Ich arbeite viel zu Lateinamerika, bin viel in Andenländern in den letzten Jahren, wir haben da so eine gemeinsame Forschungsgruppe. Und da kommt ja dieser Begriff des Buen Vivir, das haben Sie vielleicht gehört, des guten Lebens her. Und ich meine jetzt nicht, keine Romantisierung der Indigenen, verstehen Sie mich nicht falsch, aber die Problematik nach 500 Jahren Rassismus, Ausbeutung, Naturzerstörung ist ja dort viel präsenter, ja, in Ländern wie Bolivien, Ecuador oder andere. Und da gibt es eine Diskussion, die hier so langsam ankommt, nämlich, und das wäre mein Schlussargument, eine übergreifende Erzählung, auf die sich die vielen Projekte beziehen, Wohlstand anders schaffen oder gutes Leben für alle. Also wir hatten jetzt in Wien zwei große Kongresse, 2017, 2015, wo wir das versuchen, auch ATTAC hatte ja sich in diese Diskussion um Commons und anderes eingeschaltet. Was wären gemeinsame Bezugspunkte, auf die wir uns beziehen, und da wäre so ein Leitbild, nennen wir das mal, das gute Leben für alle. Und Sie haben ja vorhin gesagt, Sie wissen nicht, zu welcher Strömung ich gehöre. Und wenn ich mich zu einer Strömung, es hört sich immer so an, ich will, man ist so in der Kategorie, aber mein Ansatzpunkt wäre, nicht zu sagen, per se Wachstum ja oder nein, also grünes Wachstum ja oder Degrowth per se nein, sondern wie schaffen wir konkret Wohlstand anders? Wie schaffen wir ein autofreies Bamberg im Jahr 2030? Ich weiß jetzt hier nicht, wie die Verkehrssituation ist. Beschissen. In Wien auch. Obwohl Wien einen tollen öffentlichen Verkehr hat. Aber auch Wien hat 4 Stunden am Tag Stau. 2 Stunden vormittags, 2 Stunden nachmittags. Also dieses konkrete, vorstellbare, wie wird Mobilität sicher, schnell, also oder sozusagen einigermaßen effektiv und auch im guten Takt für die Menschen gesichert, also solidarische Mobilität, ein Begriff, den Sabine Leidig geprägt hat. Wie schaffen wir eine Ernährungsweise, die eben nicht auf den Weltmarkt ausgreift, über Futtermittel, über billige Produkte, sondern die möglichst lokal und ökologisch ist? Wie schaffen wir Wohnen? Ich weiß nicht, wie die Wohnprobleme, in Wien kommt unglaublich die Wohnproblematik hoch, durch stark steigende Preise die letzten 6-7 Jahre. Wie schaffen wir es, bezahlbaren, aber auch ökologischen Wohnraum zu schaffen. Also nicht einfach nur wieder Wachstum, 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 sondern auch da gute Konzepte einzuführen. Das wäre sozusagen die Vorstellung von gutem Leben für alle. Auch im Zusammenleben, also wegzukommen vom Konsumismus, vom Produktivismus. Ich lasse es so offen, und wir sind bewusst so offen, und haben natürlich viele Beispiele im Buch, weil wir eben nicht sagen wollen, das ist es. Das ist der eine Punkt, sondern es sind diese vielen Ansatzpunkte, das zu schaffen. Das ist konfliktgetrieben, das Stichwort dritte Piste. Da gibt es wahnsinnig viele Interessen. Und auch wenn man jetzt in Bamberg
sozusagen eine starke Bewegung hätte, ich weiß nicht, ob es Critical Mass gibt, also ja. Gibt es genau, also sozusagen, das geht ja, würde ja, wenn es weitergeht, ja, mit hohen Konflikten einhergehen. Also wo würden Straßen stillgelegt? Das ist ja nicht von jetzt auf gleich. Ne? Wo legt man Straßen still? Wie wird der Fahrradverkehr ausgebaut? Wie wird der öffentliche Verkehr ausgebaut? Wie geht der öffentliche Verkehr ins Umland? Das ist ja oft das Problem. Wie wird der letzte Kilometer bedient, der berühmte? Also vom Anschluss nach Hause und dieses andere. Das ist ja durchaus konfliktiv. Die Autohäuser hier und die Autoproduzenten. Und nur zwei Schlussaspekte, die mich sehr beschäftigen. Das eine ist, dass eine solche andere Gesellschaft, ein gutes Leben für alle ermöglichend, einen starken öffentlichen Sektor braucht. Also das zurückzuweisen, dass die Privaten das per se besser machen. Ich sage aber gleich einen demokratischen, transparenten, weil oft genug der öffentliche Sektor ja selber hoch vermachtet ist. Könnte ich Ihnen einige Stories aus Österreich erzählen. Also so schön das dann ist, dass es ein rotes Wien, eine starke Sozialdemokratie gibt, das sind natürlich auch Power, das sind natürlich Machtakteure. Also aber zu sagen, das fand ich spannend an den Volksentscheiden in Berlin und Hamburg, wenn Sie das verfolgt haben. Da ging es ja nicht darum, nur rückzuverstaatlichen, sondern eine transparente und demokratische Form der Energieversorgung zu gewährleisten. Also ökologisch natürlich, das ist eh klar, aber auch transparent und demokratisch. Das ist spannend. Die Bevölkerung wieder zu involvieren, wenn sie will, wie schaffen wir eigentlich die Energieversorgung einer Stadt Hamburg, Berlin, Bamberg, Wien? Und der letzte Punkt, ich habe schon erwähnt, dass ich viel auch mit den Gewerkschaften arbeite. Und die Gewerkschaften sind, wenn wir um ökologische Fragen nachdenken, sozial sind sie natürlich wichtig, kommt man nicht bei ökologischen Fragen zuerst auf Gewerkschaften. Wahrscheinlich auch nicht hier in Bamberg oder in der Region oder in Bayern. Aber aus meiner Sicht kommen wir um die Gewerkschaften nicht drum. Und wir müssen sie sozusagen, also nicht als Appell, das müssen sie dann schon selber machen, aber als Beiträge zur Diskussion, dass die Gewerkschaften selber zentrale Akteure sind, diese Wachstumsfixierung in Frage zu stellen. Weil da sind die Beschäftigten, da sind die Menschen, da sind die, die das auch akzeptieren müssen, dass wir nicht auf Teufel komm raus zu jedem ökologischen Kosten mit der imperialen Lebensweise wachsen. Natürlich geht es um Belegschaftsinteressen, aber die Gewerkschaften müssten wieder etwas übernehmen, was gerade in Österreich die Gewerkschaften in den 1920er Jahren gemacht haben, ein Stück weit auch in Deutschland, nämlich eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Die Gewerkschaften haben nicht gesagt, wir vertreten nur Mitgliedsinteressen, sondern wir wollen ein gutes Leben für alle. Das war der Kern der Gewerkschaftsbewegung, die dann passiert wurde, mit klein, also sozusagen reingehegt wurde in die Betriebe und anderes. Aber ganz viele interessante Ansätze in den Gewerkschaften sind ja diese Ansätze, die sagen, wir sind doch verantwortlich für die Gesellschaft, wenn ein gutes Leben hieß gute Luft und gutes Wasser im 19. Jahrhundert, am Beginn der Gewerkschaftsbewegung. Und zwar nicht nur für die Mitglieder, sondern für die Städte, für die Bevölkerung. Ja? Und wie kommen wir wieder in so eine Richtung? Das nur zwei abschließende Bemerkungen. Und jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit. Genau. Moment. Ja, sehr, also von mir aus kann ich 10 Minuten.